Willkommen zurück beim VfB Stuttgart. Ein Spiel gegen den Tabellenletzten wartet auf uns. Wir sind ganz gut dabei. Wir haben im letzten Part zumindest nicht verloren, aber auch nur ein Spiel gewonnen. Und wollen jetzt mal weitersehen. Ja, man wies mich darauf hin, dass unsere beiden Torhüter ja gleich stark sind, der eine aber 14 Jahre jünger ist als der andere. Das ist korrekt. Und darauf werde ich auch peu à peu reagieren. Aber in der Hinrunde möchte ich jetzt hier keine derartige Unruhe generieren. Wir machen es so, der Lenz spielt die Hinrunde zu Ende und der Moldova übernimmt dann die Rückrunde. So, außerdem... Die Leute wollen, dass was passiert. Die Leute wollen, dass wir uns hier mal ein bisschen umgucken und ein paar Altbekannte hier mal anfragen. Die Maria, den kenne ich ja nur oberflächlich, sage ich mal. Serkan Moor, 26 Jahre, immer noch beidfüßig. Ein Mann fürs rechte Mittelfeld. Fast 5 Millionen wert. Ja, ich bin ja in der Vergangenheit nicht gut damit gefahren, Altbekannte zu verpflichten. Aber ich muss den Leuten noch geben, was sie wollen. Und ein paar Altbekannte hier zu sehen und uns auch auf sinnvollen Positionen zu verstärken. Ich meine, wir bräuchten eigentlich RM, aber er kann es ja auch. Und auch Mario Kischner wurde angesprochen. War sicher ein Mann für die Bank. Mit einer fixen Ablöse, die allerdings über seinem Marktwert liegt. Mit 29 Jahren möchte ich beim Herrn Kischner aber erstmal nicht unbedingt zugreifen. Gucken wir mal. Mainz 2. Man gerne ein kopfballstarkes Spiel. Eckhard Ayensa. Fragen wir bei dem nochmal. Den Kischen habe ich schon öfter hinter mir geholt. Fragen wir einfach mal ihn hier. Etwas älteren, kopfballstarken Mann kann man hier gut gebrauchen durchaus. Der Bar ist ja auch kopfballstark. Fragen wir bei den beiden nochmal an. Serkan Moor, erinnert er sich noch an mich? Ich denke schon, ne? Er ist auch bei Stärke 9 angekommen, aus der eigenen Jugend. Fast 200 Spiele für Unterhaching. Die soll er nicht voll machen, ich biete ihm eine 500.000. Er soll auch sofort kommen. Okay, das Angebot überzeugt ihn nicht. Dann legen wir mal 100.000 Euro in kleinen Scheinen drauf. Sind wir noch nicht überzeugt. 650.000 Euro. Ja, das überzeugt ihn. Er würde gerne kommen. Eckhard Ayensa. Gucken wir uns auch nochmal an. Mittleres Talent. 28 Jahre. 672.000 Euro wert. Ein Mann für die Breite. Er ist zufrieden. Positiv. Toller Trainer. Ja. Damit meint er wahrscheinlich mich. Er hat noch gar nicht gemerkt, dass ich weg bin. So. Eckhard. Die Stuttgarter kommen. Eckhard. So, auch er würde gerne kommen. Champions League. Leipzig spielt wie alle Teams in Gruppe 1 1-1. Gruppe 2 gibt es auch ein 1-1. Leverkusen verliert 3-2 gegen Bordeaux. Hier haben wir noch den ersten FC Köln. Die gewinnen 2-3 gegen Zagreb. So, wir spielen beim Tabellenletzten, wollen den aber natürlich auch nicht schätzen. Nach dem Sieg im letzten Spiel vielleicht mal nichts. Wenn Peluso wieder da ist, ist der ganze Kader auch wieder fit. Wobei der auch Linksverteidiger ist, was wir ja hier nicht unbedingt im System haben. Die agieren sehr offensiv mit einem Schulz. Hier ist natürlich ein Mann, der für Qualität, ein Name, der für Qualität steht. Da müssen wir aufpassen. Also wer glaubt, der kann das hier locker angehen, ja? Base auf dem falschen Dampfer! Spieler haben mal wieder die Ansprache verstanden an der Bremer Brücke. Mittelmäßiger Platzzustand. Kein Sieg in den letzten 6 Spielen bei Osnabrück. Sebastian Vettel tippt aber 6-3 auf Osnabrück. Nein, nein. Zehnbauer nimmt den Ball mit, dreht sich nach links. Spielt den Ball auf den Flügel hinaus. Ja, nee, passt zur Strafraumgrenze zurück. Zehnbauer bringt den Ball nach einem Stolperer wieder unter Kontrolle. Schlägt den Ball auf den linken Flügel. Njane tritt Richtung linke Strafraumecke an, begleitet von Barilla. Barilla, ist das nicht eine Nudelmarke? So, auf Hill, der entkommt Moresan, erreicht ihn mal mit der Fußspitze. Tor, das ist der Führungstreffer, Mario Hill.
Ja, Mario Hill, Mario Kischner. Den anderen Hill hatte ich ja auch schon mal. Namen, die hier in den Fanforen diskutiert werden. Jetzt aber hier ein Kopfball. Oh ja, hier. Unser alter Bekannter Aaron Wetzel spielt hier mit. Der uns ja auch immer mal wieder begegnet. Denke mal, dass er das zumindest sein dürfte. Grech mit einer Grätsche. Dr. Kampka gibt keine Karte, nur eine Ermahnung, aber Elfmeter. Es gibt Elfmeter für Osnabrück. Muss ich doch gucken. Wetzel. Ja, Aaron Wetzel. Macht direkt das 1:1. Aber Mario Hill lässt sich nicht bitten. Macht hier das 2:1. Lässt sich nicht lange bitten. 10 Bauer mit dem Assist. Doppelpack Hill. Er will den Hattrick, den Lupenreinen. Kriegt er aber nicht. Wir führen dennoch zur Halbzeit. Beide Chancen genutzt. Deswegen eine 1,0 bei Mario Hill. Man sieht ihm an, dass er Spaß am Fußball hat. Dennoch ein Chancenplus bei Osnabrück. Das ist noch nicht gelaufen hier. Aber doch, oh, jetzt Offensive Osnabrücker, doch eine gute Leistung. Bisher Piven sieht gelb. Wetzel wechselt auch öfters den Verein, oder bilde ich mir das ein? So, gut, Schildes kann den Angriff abfangen. Gelbe Karte fährt wegen schwerer Schiri-Beleidigung. Hätte man auch mal rot zeigen können. So, wir bringen mal Bach für Niané. Der geht ins Zentrum. Hill geht auf links außen. Ah, Barilla mit dem Ausgleichstreffer. Ich bringe dann jetzt mal Feier. Wie heißt der? Feier. Ich nenne ihn Feier, das klingt positiver. Wir bringen ihn für Spaljaric. So, Pablo mit dem 3:2. Wieder ist Mario Hill am Tor beteiligt, legt auf Pablo ab und der schiebt einen. Wieder haben wir die Führung zurück, die dritte Führung. Telch kommt für 10 Bauer, bringen wir das hier über die Zeit. Gelb für Pablo, auch wegen schwerer Schiri-Beleidigung. Ja, immerhin ist der Schiri konsequent auf beiden Seiten gleich. Wie soll man sagen? Nachgiebig, gibt nicht rot. Das nachlässig, vielleicht hätte man noch 2 rote Karten zeigen können. Osnabrück verliert 2:3 gegen den VfB Stuttgart. Wir zahlen 92.000 Euro Prämie. Mario, der Mann des Spiels, er war an allen Treffern beteiligt. Spiel bekommt die Note 3, ganz nett. Ist doch auch unterhaltsamer Fußball, den wir hier bieten beim VfB Stuttgart. Hat man hier bei fast 400 Folgen Anstoß 3 Programm noch nicht oft gesehen, dass es so unterhaltsame Spiele mit Beteiligung von und mit Ottmar Schulz. Ja, mit nicht. Ich spiele nicht mehr selber mit, aber von Schulz gibt. Aber die Spieler haben das herausragend gemacht und damit unser Torverhältnis auf eine Runde 0 gebracht. 24:24. Wir stehen damit immer noch auf Platz 7, haben jetzt 22 Punkte. Der Soll bezüglich Nichtabstieg ist für die Hinrunde getan. Wir haben noch 3 Spiele, um noch weiterhin zu punkten, um uns auch in das Aufstiegsrennen einzumischen. Das Potenzial ist auf jeden Fall da. Wir haben auch nur 2 Punkte Rückstand. Kiel spielt 0:0 gegen Cottbus. Dresden gewinnt 2:1 gegen Ingolstadt. Hoffenheim spielt 1:1 gegen Viktoria Köln. Darmstadt verliert 0:2 gegen den HSV, Osnabrück verliert 2:3 gegen uns, Bremen verliert 1:4 gegen Heidenheim, Aue spielt 0:0 gegen Wiesbaden, Münster spielt 0:0 gegen Elversberg, Fürth spielt 1:1 gegen Hertha. So, Viktoria Köln fällt auf einen Abstiegsplatz, Osnabrück bleibt auf dem letzten Platz, Mario Hill in der 11 des Tages, auch in der Torjägerliste auf Platz 1. Wir waren im bestbesuchten Stadion. Wir sind ein Zuschauermagnet. Rufides wechselt von Darmstadt nach Spartak Subotica. Kane von Düsseldorf nach RB Leipzig. Ramirez vom HSV nach Cardiff City. Niané hat ein Länderspiel mit Frankreich. Eckhard, Ayensa und Mohr werden umworben. Wir spielen gegen Erzgebirge Aue. So, die Spieler sind jetzt bald alle wieder gesund. Wir haben knapp 95.000 Euro Verlust gemacht in dieser Woche. Wir müssen mal die Fans regelmäßiger betreuen. Es gibt 250 Freikarten und einen Auswärtszuschuss von 500 Karten. Ich habe auch privat mal wieder ein bisschen Geld auf der hohen Kante, 50.000 Euro. Die Sandra Freuds. Lenz mit einem Muskelbündelriss. Ja, dann kommt der Torhüterwechsel doch schon vorgezogen. Es sind doch etliche Vereine an Eckhard Ayensa dran. Ja, wenn der Schulz Interesse hat, dann haben alle anderen auch Interesse. Und dann Stammplatzgarantie, die muss ich rausnehmen. Da sind wir in der Vergangenheit ja schon mal schlecht mitgefahren. Kann mich auch nicht daran erinnern, dass da habe ich mich da eben verklickt. Der HSV ist auch dran, Osnabrück. Jetzt wollen die ihn auf einmal alle haben. 250.000 Euro Handgeld. Mein gut, wenn so ist, dann kann ich auch den Herrn Mario Kischner nochmal fragen.
Wir gehen mal auf 400.000 Euro. Das soll dann aber auch reichen. Wie ist denn unsere Gehaltsstruktur? Oh, damit wäre er einer der Top-Verdiener. Das kann ich eigentlich nicht mit meinem... Das würde eigentlich nicht passen. Aber wir machen es jetzt einfach für 1 Million. Das ist aber auch deutlich mehr als der Marktwert. So, Herr Hübner. Sind Sie mein Nachfolger? Nö, jetzt hier aber so krass über Marktwert möchte ich ihn jetzt auch nicht. Wenn ich es auf 800.000 runterkriege. Ja. Ja. 790? Habe ich das doch zu hoch gepokert. Ja, es ist dann doch an 10.000 Euro gescheitert. Aber ja, ich hatte es halt auch im Hinterkopf, dass meine Gehaltsstruktur darunter leiden würde. Dass das wahrscheinlich Unruhe bringen, in den Verein bringen würde. Dann kommt der Eckhard Ayensa halt nicht. So, Deutschland gewinnt 3-0 gegen Russland. So, Serkan Morda sieht jetzt... Keine anderen an ihm dran. Sieht alles gut aus. 10 Millionen Euro fordert der Müller. Das ist mehr als das Doppelte, als er wert ist. So hohe Summen kann ich jetzt eigentlich auch nicht zahlen. Aber das ist halt der Punkt. Wenn der Verein die Spieler ja eigentlich gar nicht gehen lassen möchte, dann können die auch Mondpreise verlangen. Der ist auch hier völlig unnachgiebig. Und nee. Geht kein Cent runter. Dann wird es auch da nichts. Ja, dann müssen wir erstmal so weiterspielen, gucken mal, was es auf dem Transfermarkt so gibt. Moldova rückt in die Startformation. Wir haben keinen Ersatztorhüter, der fällt 2 Wochen aus. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Wir setzen mal Rack auf die Bank. Spielen zu Hause gegen Aue. Die sind ungefähr gleich stark. Heute erwarte ich höchste Konzentration. Wir haben es mit einem gleichwertigen Gegner zu tun. Ihre Mannschaft wirkt nicht sehr überzeugt. Aue hat keines der letzten beiden Spiele gewonnen. Fast 15.000 Zuschauer, mittelmäßiger Platzzustand. Birdie Fuchs tippt 1-3 auf Aue. Das wollen wir aber anders sehen. Mende zieht kurz an. Ist an Niane vorbei, spielt den Ball auf rechts außen, stürmt in den Strafraum. Niane legt quer. Hill gegen Mende. Ist der Hill weiterhin in guter Form? Ich will es mal hoffen. Hill bringt den Ball unter Kontrolle, wird nicht angegriffen. Überlegter Schuss Richtung Eckfahne. Den hat er verzogen. Hat auch gesehen, wir haben auswärts deutlich mehr Punkte geholt als zu Hause, glaube ich. Ne? Wenn ich mich recht erinnere. Hier passiert herzlich wenig in der ersten Halbzeit. Ein 0-0 der drögen Sorte. Wir sprechen einfach mal gar nichts an, treiben die Spieler aber an. Gelbe Karte für Patrick Smith nach einem Revanche-Foul. Und dann liegen wir hinten. Quentin, wie heißt der? Schimaya bringt die Aua in Führung. Wir sagen auch Aua. So, ein Goal. Der möchte auch mal wieder ein Goal erzielen. Der haut den Ball ins Aus. Wir müssen was tun. Pablo spielt nicht gut. Spoljaric geht nach links. Ich bringe einfach mal den Rag auf die 10. Ja, nee, gegen Prisant. Wird bedrängt. Kann ihn abschütteln. Tolle Ablage auf Junior. Kein Abseits. Er zieht ab. Kein Problem für Bokalrut. Dann kommt jetzt Bach für Junior. Das war seine letzte Aktion. Er geht ins Zentrum. Hill. Auf Außen. Wir erhöhen den Einsatz auf 120%. Eckball von links für uns. Zehnbauer schlägt den Ball auf den langen Pfosten, aber schläft, köpft den Ball aus der Gefahrenzone. So, wir können nochmal wechseln, tun dies auch. Ich bringe Garcia für Morris und stelle auf Brechstange um und Einsatz auf 150%. Garcia mit einem wunderbaren Pass. Ich möchte hier die ungeschlagene Serie halten. Nochmal in der 90. Minute. Hill spielt zurück. Rag nimmt den Ball mit. Stürmt auf den rechten Flügel hinaus. Passt flach zur Strafraumgrenze. Garcia gegen Mende. Geht an ihm vorbei. Aber Garcia dringt in den Strafraum ein. Spielt zur Torauslinie. Bar ist zu langsam, um diesen Ball noch zu bekommen. Und wir verlieren leider 0-1 gegen Erzgebirge Aue. Mal wieder eine Heimniederlage. Knapp. Aber ja. Wer kein Tor schießt, kann auch nicht gewinnen. Wir haben aber 350.000 Euro eingenommen.
60.000 Prämie bezahlt. Der Schiedsrichter war der beste Mann gerecht, der beste Spieler Spiel, kommt nur 5 schwach. Wir fallen auf Platz 9 zurück, was aber auch immer noch mit unserem Saisonziel konform ist. Und ja, man siehe, 5 Punkte zu Hause geholt, 17 Punkte auswärts geholt. Wir sind die beste Auswärtsmannschaft der Liga, aber auch eine der schlechtesten Heimmannschaften. Bei Heidenheim sieht es so ähnlich aus. Die haben 3 Punkte zu Hause, 15 auswärts. So, Cottbus gewinnt 1-0 gegen Dresden. Wir verlieren 0-1 gegen Aue. HSV spielt 1-1 gegen Osnabrück. Elversberg gewinnt 2-0 gegen Bremen. Köln spielt 3-3 gegen Darmstadt. Ingolstadt gewinnt 2-1 gegen Hoffenheim. Heidenheim verliert 1-3 gegen Fürth. Wien-Wiesbaden gewinnt 3-0 gegen Münster. Hertha verliert 0-2 gegen Kiel. Wien-Wiesbaden, Kiel und Cottbus jetzt auf den Aufstiegsplätzen. Wir haben aber immer noch nur 3 Punkte Rückstand auf Platz 3. Das ist noch machbar. Speed in der 11 des Tages. Trotz Niederlage werden das bestbesuchte Stadion. 14.000 Zuschauer ist hier in der zweiten Liga schon viel. Soweit ist es gekommen im deutschen Fußball. Hughes wechselt von Hoffenheim nach Nürnberg. Dykes von Viktoria Köln nach Xanti. Keltjens von Leverkusen nach Benfica Lissabon. Shibora von Preußen Münster nach Arsenal. Ja, Moldova wird umworben, den können wir jetzt aber schlecht abgeben. Aktuell unser einziger Torhüter. Wir bräuchten mal einen dritten Torhüter. Wir gucken uns jetzt einfach mal auf der Transferliste um. Da bekannte Gesichter sind Mesquita, ein Unterhachinger, den kenne ich aber nicht. Ich möchte ja, wie gesagt, an dem Punkt ist was dran, ein paar altbekannte Gesichter hier, solange sie noch aktiv sind, mitzunehmen. Fragen wir dann doch mal beim Kischner. Der hat eine fixe Ablöse von 2 Millionen. Ein Mann, den wir auch noch bestens kennen, der uns schon mehrmals begleitet hat. Und fragen wir doch mal hier bei anderen Spielern unter Haching. Was ist denn hier? Drissa Bebia, der kann nur links, ne? Di Maria. Meine Di Maria, habe ich mit dem jemals wirklich aktiv selber zusammengespielt? Ich kann mich noch dunkel dran erinnern. Ich glaube, der kam, als ich da ungefähr ging. Wir hatten noch einen kleinen Café zusammen. Er ist ein rechter Mittelfeldspieler, kann aber auch diverse andere Positionen. Über 5 Millionen wert. Er ist halt noch ein junger Mann. Machen wir mal eins nach dem anderen. Gucken wir aber auch mal bei Mainz 2 nochmal. Da hab ich mich ja eher verzockt gerade. Vakula hat kein Talent, ist deswegen keine Option. Gerlach ist 32 Jahre alt. Ja, Beliebtheit nicht so groß. Ja, ich bin jetzt seit 21 Jahren Trainer. Ja, waren so einige Stationen dabei. 50.000 Euro, Sandra ist 41 Jahre, ich bin 38 Jahre. Aber eine Beziehung, die lange hält. Wir gucken mal bei Kickers Offenbach, vielleicht da, bekannter Name, Diallo, 22 Jahre jung, großes Talent, hohes Verletzungsrisiko, aber halt auch ein Spieler, ich meine, in Offenbach war ich jetzt auch nicht so lange, dass ich mit ihm jetzt auch nicht so viele gemeinsame Erinnerungen habe, also ein junger Mann, großes Talent, Nebenposition, vereinstreu, Integrationsfigur, bezahlbar. Fragen wir einfach mal da an. Stadion Großputz steht an. Für die Reinigungsfirma werden 120.000 Euro fällig. So, jetzt haben wir auch die alten Frittenschachteln aus den letzten Ecken geholt. Kischner. Gucken wir uns ihn nochmal näher an. Er ist gesund, 11 Meter stark, mittleres Talent, 29 Jahre. Der hat noch, ist gerade im besten Alter. Fixe Ablöse. Hat bei uns in Unterhaching und in Bochum gespielt. Ist ja immer noch in Bochum geblieben, die allerdings immer noch nicht wieder im Profifußball angekommen sind. Das ist auch jetzt ein okayer Preis. 3 Millionen Handgeld möchte ich ihm nicht bieten. Obwohl der VfL Bochum ihm 3 Millionen Euro Handgeld bietet, möchte er lieber zu uns. Bombendrohung. Sie müssen das Trainingscamp sofort verlassen. Die Polizei wird einen ganzen Tag brauchen, um das Quartier zu durchsuchen. Morgen ist kein Training möglich. Diallo. Ein Mann mit Zukunft. Das Angebot überzeugt ihn nicht. Das auch nicht. Okay, das ging schnell. Uchildis kommt mit der Sprache nicht zurecht. Am liebsten will er wieder zurück in sein Heimatland. Ich kann ihm ein paar Grammatikbücher ausborgen. Champions League, zweiter Spieltag.
Leipzig gewinnt 4-2 gegen Udinese Calcio. Leverkusen verliert 0-1 gegen Chelsea. Und Köln hat das Rückspiel unentschieden. Spielt es damit weiter mit einem Sieg und einem Remis. Köln trifft jetzt auf Górnik Zabrze aus Polen. So, Moldova wird von Dynamo Bukarest umworben. Nein, aber ja, jetzt holen die ganzen Spieler, weil ich habe mich ja gewundert, wie doch verhältnismäßig niedrig die Durchschnittsgehälter sind. Jetzt holen sie sich ihre Gehaltserhöhung ab, wenn sie umworben werden. Dynamo Bukarest steigt aus und Moldova bleibt beim Verein. Wir brauchen mal einen erneuten Auswärtssieg gegen Holstein Kiel. Peluso kann wieder spielen, ist da natürlich noch nicht einsatzfähig. Okay, ich will ihn jetzt nicht rausnehmen, weil er gerade so schlecht drauf ist. Ich stelle mal Finocke wieder in die Innenverteidigung. Und ansonsten ändere ich erstmal nichts. Die Niederlage im letzten Spiel, ja, die war sehr unglücklich, aber ich hoffe, ihr habt daraus gelernt. Die Ansprache hat ihre Wirkung nicht verfehlt. Ja, meine Ansprachen sind hier absolut bestplatzierte Punktlandungen hier. Alle Ansprachen kommen an, hier meistens. Habe ich selten erlebt. Ich bin gegen den Tabellenzweiten, ein 6-Punkte-Spiel, wenn man jetzt schon davon sprechen möchte. Über 8000 Zuschauer, ca. 10% der Fans kommen aus Stuttgart. Johann Lafer tippt 1-1. Wir sind auswärts stark, das wissen die Störche. Eckball von rechts. Und warum sind wir auswärts so viel stärker? Ja, manche Spielweisen passen einfach auswärts besser. Wir ändern unsere Spielweise allerdings ja zu Hause ja nicht, aber die Gegner spielen anders, wenn sie bei uns zu Gast sind. Da kommen wir nicht so gut mit klar. Müssen wir vielleicht mal ein bisschen was umstellen auch, wenn wir zu Hause spielen. Smith sieht gelb wegen einer Schwalbe. Cesar Romero gegen Pablo. Zehnbauer springt dazwischen, köpft den Ball aus der Gefahrenzone. Blanchard auf Ibanez gegen Zehnbauer. Der grätscht ohne Erfolg. Auch der nächste Gegner kann ihn nicht stoppen. Nimmt den Ball mit, zieht nach links. Freie Schussbahn, zieht ab und der Ball ist weit über das Tor geschossen worden. Todorovic gegen Pablo, Doppelpass mit Romero. Stoppt den Ball und ein schöner Schlenzer Richtung Eckfahne. Smith flankt sofort in den Strafraum, Direktabnahme Hill, genau auf den Keeper. Der packt sicher zu und haut den Ball direkt in die Sturmspitze. Direkt Gefahr auf der anderen Seite, Traumpass. Blanchard hat viel Platz, stürmt aufs Tor zu Moldova, nimmt ihm den Ball vom Fuß. Direkter Freistoß ein. 0-0 der besseren Sorte hier. Durchaus was los. Zehnbauer jetzt mit dem Freistoß flach in die Ecke. Rennen taucht nach unten. Kommt noch mit den Fingerspitzen an den Ball. Aber der ist drin. Ja, man merkt, der Zehnbauer, der hat die Freistöße drauf. Der ist immer gefährlich. Der trifft auch etliche Male, zumindest mindestens zum zweiten Mal schon, seitdem ich hier bin, per Freistoß. Ein, ja, wie einst Krasimir Balakow hier beim VfB Stuttgart. Können Sie sich an den noch erinnern, meine Damen und Herren. 0-1 der Halbzeitstand. Zehnbauer bekommt ein Lob, verspricht noch besser zu werden. Wir sind absolut auf dem richtigen Weg hier. Auch wenn Kiel ein leichtes Chancenplus hat. Die Störche jetzt offensiv. Eckball von links für Kiel. Sänger legt sich den Ball zurecht, winkt noch einmal freundlich zu den Fans, schlägt den Ball hoch in den Strafraum. Kopfballduell vor dem Tor. Keiner kann sich so richtig durchsetzen. Smith klärt auf Kosten einer Ecke. Eckball von links. Sänger haut den Ball auf den kurzen Pfosten. Kopfballduell. Stage oder Stage heißt er. Er möchte seine Stage hier nutzen und ein Tor erzielen auf der Bühne des Fußballs. Ah, da ist Ibanez mit dem Ausgleichstreffer. Gelbe Karte für Sänger. Ja, wir gehen oft in Führung, kassieren aber häufig auch Ausgleichstreffer. Ja, so ist der Fußball. Ich bringe Bach jetzt mal im Mittelfeld für Spoljanic. So, 73. Minute. Wir brauchen, wie gesagt, jetzt hier mal ein paar Stürmer. Ich bringe Garcia für Pablo. Eckball von links. Eine Sache für Zehnbauer. Zehnbauer deutet seinen Mitspielern an, dass sie aufrücken wollen. Sein Mitspieler, ein Grammatikfehler hier im Ticker. Kopfballduell vor dem Tor. Niane überspringt die ganze Hintermannschaft. Wird von Insua umgestoßen. Das muss Elfmeter geben. Das muss Elfmeter geben. Aytekin hier schon wieder weist darauf hin, dass es beim nächsten Mal gelb geben würde. Gelb nicht. Elfmeter. Fionnuki legt sich den Ball genau zurecht. Kurzer Anlauf. Hat nicht neulich jemand anders die Elfmeter geschossen, aber es ist mir jetzt egal. Der Ball ist drin und wir führen Fionnuki mit seinem ersten Saison. Aber zwei Minuten später Sänger direkt mit dem Ausgleichstreffer. Wir können eine Führung selten halten hier. Direkt wieder ein Ausgleichstreffer. Ich bringe Körting für Smith, der hat schon gelb.
nicht ungern Abwehrspieler auswechsle. Und oh, wir gehen zum dritten Mal in Führung, Garcia. Das muss man uns ja auch zugutehalten, dass wir immer wieder zurückkommen. Mal wieder ein 2:3. Hatten wir das nicht hier am 14. Spieltag? Wir führen dreimal, kassieren auch mehrmals den zweimal den Ausgleichstreffer, gewinnen aber am Ende. Puh, dreimal geführt und dann am Ende gewonnen. Am Ende fehlte die Zeit, um noch ein drittes Mal auszugleichen. Und wir gewinnen schon wieder auswärts. Also wir sind auswärts die Könige, zu Hause noch die Bauern. Wir zahlen 82.000 Euro Prämie. Ibanez, der beste Spieler, spielt, bekommt die Note 3 ordentlich. Wir klettern auf Platz 6, sind im oberen Tabellendrittel, 25 Punkte. Elversberg gewinnt 1-0 gegen Wien Wiesbaden. Darmstadt gewinnt 3-1 gegen Ingolstadt. Hoffenheim verliert 0-2 gegen Heidenheim. Kiel verliert 2-3 gegen Stuttgart. Dresden gewinnt 2-1 gegen Fürth. Bremen spielt 1-1 gegen Hertha. Münster gewinnt 2-0 gegen den HSV. Aue verliert 1-3 gegen Cottbus. Und Osnabrück spielt 0-0 gegen Viktoria Köln. Wir haben 3 Punkte Rückstand auf Platz 3. Da steht Preußen Münster. Wir haben 8 Punkte Vorsprung vor Platz 15. Da steht Werder Bremen. 10.000 Zuschauer in Elversberg. Wahrscheinlich ausverkauft. So, Franklin wechselt von Everton nach Leverkusen. Wir werden befördert auf Level 4. War ich nicht vorher auf Level 2? Wurde ich jetzt doppelt befördert, weil es so gut läuft. Nehme ich doch gerne an. Dann kann ich doch direkt hier Doppelpunkte mir hier in mein Resümee schreiben. So, wir verhandeln mit Kischner. Im nächsten Part gibt es ein Highlight, noch zwei Highlights vor der Winterpause, nämlich das DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen und das Heimspiel gegen den SV Darmstadt. Darmstadt steht auf Platz 16, Leverkusen steht in der Bundesliga auf Platz 5 und die sind auch noch in der Champions League dabei. So, wir gucken nochmal in die anderen Ligen. In der Regionalliga Nord auf den Aufstiegsplätzen Hannover und Aachen, auf den Abstiegsplätzen Verl, Wuppertal, Drochtersen, Assel, Wattenscheid. In der Regionalliga Süd Freiburg und Regensburg würden aufsteigen. Frankfurt, Mainz, 2 Illertissen, Schalding, Heining auf den Abstiegsplätzen. Unterhaching auf Platz 9. Um wieder Aufstieg wird es schwer. Die haben schon 14 Punkte Rückstand. Mission Impossible. Ja, der Schulz, der hätte das, würde das vielleicht schaffen. So, in der ersten Liga Mainz, Nürnberg, Augsburg auf den Abstiegsplätzen. Leipzig, Tabellenführer. Herbstmeister sind sie schon fast sicher, noch nicht ganz sicher, 3 Punkte Vorsprung von den Bayern, die könnten ihnen das noch streitig machen. Halle auf Platz 3 auf dem Weg in die Champions League, erstmals ever, Fragezeichen. Waren die überhaupt schon jemals in der Bundesliga? Gladbach, Leverkusen und Düsseldorf dahinter. Im nächsten Part geht's weiter. Ich sage tschüss und bis bald.